Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Heute ist ein sehr ereignisreicher Tag für uns. Ja, das Service Center am Markt wurde eröffnet und ich konnte direkt mal einen Schneider hier platzieren. Hier ist richtig was los. Und ganz nebenbei wollen sie von mir auch noch, dass ich einen Campingplatz irgendwo errichte. Aber ich habe da jetzt gerade noch gar keine Ahnung, wo da überhaupt hin soll. Das ist alles gerade zu viel für mich. Oh mein Gott. Und ich habe jetzt auch eine größere Tasche. Schaut euch das an. Ist das nicht wundervoll? Und ich habe auch gleich einen gesamten Birnbaum bei mir. Und einen Laubbaum. Das ist einfach nur ein Laubbaum. Laubbäume sind langweilig. Ich möchte hier nur Bäume mit Früchten. Ja, hier oben habe ich auch noch was gemacht. Gestern Abend sogar noch. Leiter. Da kraxle ich mal kurz hoch. Zack, zack, zack. Hier eine kleine Baumschule und eine Bambus-Schule. Ich habe hier oben ein kleines, ich sag mal, japanisches Paradies zu machen. Ich möchte hier so ganz viel Bambus und einen kleinen... Was macht er denn da? Er liest. Nein, oder? Bestimmt der Käfer? Was macht Otokar da vorne? Gucken wir gleich mal. Ja, ich möchte hier oben es sehr asiatisch angehaucht machen. So eine kleine japanische Oase quasi. Und da schmeiße ich das hier schon mal einfach mal so rein. Das kommt auf jeden Fall mit dazu. Deswegen kann ich das schon mal hier lassen. Ich drehe es mal so ein bisschen. Ich glaube, so gefällt es mir am besten. Perfekt. So. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt hier für Flora pflanzen möchte. Auf jeden Fall Bambus ganz viel. Das sind alles Pfirsichbäume, die ich gepflanzt habe. Ich möchte generell natürlich hier viele Obstbäume haben. Und naja, Pfirsichbäume, ne? Muss ja irgendwo sein. Na, schauen wir mal, wie das noch wird. Und wir sprechen mal kurz mit Otokar. Ja, so. Zack. Hallo, Otokar. Oh, Tagchen. Was spiele ich denn heute? Ich will plaudern. Peachy Pie hat genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. was ist los? Hier, nimm. Hab ich irgendwas überhaupt? Oh, kriege ich was geschenkt? Was schenken wir ihm? Eine Orangewand. Nein, eine Mahlzeit. Nein, eine Buchstütze. Ein Baum? Ich weiß nicht, ob er Laubbäume so gut findet. Ich schenke ihnen einfach mal meine Buchstütze. Ich kann mir eine neue bestellen. Ist das etwa eine Buchstütze? Danke, Yumi. Das wollte ich schon lange mal haben. Das würde mich motivieren, endlich mein Zimmer aufzuräumen. Ui, das wird so richtig knuffig. Saug. Hier, bitte nimm dafür mein Henley-Shirt. Saug. Ein Henley-Shirt. Da flitzt er weg. Oh, das steht mir auch echt gut. Das ist schön. Danke, Otokar. Mensch, Mensch. Oh, was ist hier? Ah, ne, ich dachte, da war jetzt irgendwie was versteckt gewesen. So, ich muss ja auch noch zwei Fossilien finden, irgendwo auf der Insel. Herr Jemine, Mine. Das ist schwierig, die Insel ist nämlich echt verdammt groß. Dumm, 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 dumm. Oh, oh, oh. Da finde ich ja was ganz anderes Interessantes. Ist immer relativ weit vorne, das Ding hier, ne? Das findet man immer relativ leicht. Huhu! Na dann, nehmen wir mal 10.000 Sternis raus und vergraben die einfach mal. Vergraben. Zack. Okay. Und den tun wir mal in die Tasche. Okay. Oh, ups. Oh, ups. Oh, ups. Wir rennen. Ach, so renne ich nochmal. Nee, so renne ich. Ich doofi. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes gefunden? Eine Flaschenpost. Bastelfreunde gesucht. Aus einem alten Bilderbuch ist diese Anleitung rausgefallen. Ob die mein Papa da reingelegt hatte? Ist super einfach zu bauen, wenn ich es schaffen kann. Wenn ich es schaffen kann, dann jeder. Wenn du es bastelst, will ich sehen. Von Emil. Ein Hundeknochentürschild. Hab ich sowas nicht schon? Ah, kenne ich bereits. Oh je, Mine. Ich finde sehr oft Sachen da doppelt. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So. Jetzt muss ich irgendwo noch irgendwie den Campingplatz platzieren. Platzieren.
Ich wollte schon relativ weit hier vorne machen. Hi, Conny! Oh, wir haben heute schon gequatscht. Hier ist auch relativ weit vorne, ne? Vielleicht hier so, in dieser Ecke irgendwie. Oha! Perfekt! Da. So. Da fehlt ja dann nur noch ein einziges Fossil. Tschakka, tschakka. Vielleicht hier so hin? Ich meine, ich kann den Spieler noch woanders hinsetzen. Gucken wir mal. Das hier scheint ja vorerst ein guter Ort dafür zu sein. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Hier errichten. Wäre hier eine gute Stelle für einen Campingplatz? Mal sehen. Home. Ich denke, das ist in Ordnung. Okay. Der Ort für den Campingplatz steht fest. Ich hoffe, er wird schon bald gut besucht sein. Okay. Dann haben wir das ja schon mal geschafft. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich auch schon Brücken und Aufgänge bauen lassen? Da würde mir so ein, zwei Orte spontan einfallen, wo das ganz praktisch wäre. Ich glaube, die sind verdammt teuer, aber ich kann ja erstmal die günstigsten bauen lassen und dann abreisen. Ja, ich habe einen Ort für den Campingplatz gefunden. Prächtig. Ich platze schon fast vor lauter Vorfreude. Dann kann ich ja jetzt persönlich Hand anlegen und mich um den Bau kümmern. Morgen schon werden wir hier einen exquisiten Campingplatz haben, der nur auf Besucher wartet. Hurra! Perfekt. Willkommen bei der Bauberatung. Na, mit der Position vom Campingplatz bin ich noch nicht ganz so zufrieden, aber beim Schneider, da finde ich gut. Da wird Tina sich wohlfühlen. So, wir feiern mal die Einweihung. Ah, du willst mitfeiern, Yume? Wir wollen unser neues Service Center feiern. Jetzt stand es gemäß in Stein und Mörtel. Ja, hast du Lust? Hab ich. Klasse, lass uns anfangen. Oh, wie voll es schon ist. Also dann. Das Service Center wurde nun fertiggestellt. Und was wollen wir heute gemeinsam feiern? Und das wollen wir heute gemeinsam feiern. So. Danke, vielen Dank. Peachy Pie entwickelt sich prächtig. Und das ist euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich muss gestehen, ich dachte, zeitweilig unser kleines Service Center würde stets bloß ein Zelt bleiben. Doch nun seht euch an. Was für eine tolle Einrichtung zum Wohle aller Bewohner daraus geworden ist. Erneut möchte ich allen danken, die wir uns bei diesem Unterfangen unterstützt haben. In diesem Zusammenhang will ich auch meine kompetente Partnerin vorstellen, die mir fortan helfen wird. Melinda, möchtest du auch ein paar Worte an die Bewohner richten? Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei euch allen zu bedanken. Ja, wie ihr bereits gehört habt, mein Name ist Melinda. Ich bin erst vor kurzem auf Peachy Pie angekommen und habe sicher noch einiges zu lernen. Aber ich verspreche, ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Kommt zu mir, wenn ihr etwas braucht. Oh. Danke, vielen Dank, Melinda. Es folgen ein paar Worte von jemandem, der das neue Service Center überhaupt erst ermöglicht hat. Ganz recht. Unsere Inselsprecherin Yume hat das Wort. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Yume? Yippie? Tja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Yume. Nun gut. Die Feier neigt sich am Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, auf den Screenshot-Button zu drücken. Ja, in diesem Sinne... Das Service Center sowie Peachy Pie verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra, also Hurra! Ah. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Hui. Chillige Musik. So, ich muss aber noch ein Fossil finden, das hier irgendwo steckt.
Hier ist morgen ein Campingplatz. Na, mal schauen. Entschuldigung, ich bin gerade so richtig on the one. So, die Frage ist, möchte ich jetzt hier schon die ganzen Fossilien abgeben oder suchen wir noch nach dem letzten? Dem letzten Fossil. Ach nein, ich wollte ja noch wegen der Perücke fragen. Schauen wir mal. Nuki Nuk, Tom. Dann gieße ich mir auch gleich noch was zu trinken ein. Oh, Moment. Oh, Melinda spult Pflanzen an. Ach, süß. So. So. Alles klar. Alles klar, Nuk. Wie süß er da sitzt. Eine kleine dicke, kleine Fettwanst. Ich liebe die Tapsen. Aha. Na? Ah, Yume. Halli, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Infrastruktur. Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Brücken und Aufgänge? Nanu, mehr Infos gefällig zu Brücken und Aufgängen? Da helfe ich doch gerne. Und wundervolles Timing. Wieso? Na, dank unseres Fashion neuen Center können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Unsere werte Kundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brücken, Aufgänge. Juhu! So, ein Bauprojekt geht natürlich nicht zu bescheiden ins Geld, versteht sich. Ach so, okay. Doch da hilft die Gemeinschaft. Es kann nämlich jeder spenden, bei Projekten zu helfen. Und deshalb kann man solche Sachen durchaus konkret planen. Ohne Clay Sterni-Millionär zu sein. Wohlgemerkt, es kann sich stets nur je ein Bauprojekt sowie ein Aufgang aktuell in Planung befinden. Ach so, eine Brücke und ein Aufgang. Also ich kann sogar beides auf einmal machen. Daher überleg dir brav, was wohin soll und sprich mich dann einfach an, okay? Gut, dann sag doch mal, worüber wolltest du denn mit mir plaudern? Brücke bauen? Oho, eine neue Brücke schwebt dir also vor wie? Sehr schön. Ja, wer will schon nasse Pfoten? Dann wirf doch mal einen Blick in unserem Katalog und such dir ein schönes Modell raus. Bitte das günstigste. Ja. Und die ist schon schöner. Die Hängebrücke. Holzbrücke. Und die ist auch schick. Oh. Mhm. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Das ist maximal schön, ne? Baumstammbrücke sieht dann schon fast schäbig aus. Hm. Das Papier ist es dann nicht wieder schick, ne? Wollen wir es erstmal. Ich weiß nicht. Wir können es ja erst. Au! Ah! Ich habe gerade meinen Arm komisch bewegt. Wir können es ja erstmal in Anführungszeichen praktisch angehen. Bis ich genug Geld habe. Und wir machen gleich was Schickes. Die finde ich schon sehr schick. Wir können aber auch die hier machen. Ach, wisst ihr was? Wir machen gleich die schicke. Eine Japan-Brücke. Das wäre dein Wunschmodell, ja, ganz sicher. Und ab. Vortrefflich. Dann bräuchten wir nur noch den geeigneten Brückenbauplatz. Das machst am besten du selbst. Und zwar mit einem praktischen Brückenplanungskit von mir. Ich habe es bereits in deine Tasche gezaubert. Toll, oder? Markier doch bitte damit die gewünschte Stelle. Benutze mein Kit an einem Fluss. Dann kannst du dir deine neue Brücke vorbildlich vorstellen. Bildlich vorstellen. Melinda ist gerade übelst scharf auf die Blume. Infrastruktur. Lass uns reden. Was ist im Sinn? Ich hätte gerne eine neue Brücke, beziehungsweise einen Aufgang. Ja. Was macht die Bauplatzsuche? Ich will nicht mal bauen. Quatsch, läuft alles gut. Okay, ich muss erstmal die Brücke positionieren, bevor ich mich jetzt hier noch um einen Aufgang kümmern kann. Okay, dann machen wir das mal. Warte, ich kann gleich beides gleichzeitig machen. Bis gleich. Schauen wir mal. Frage ist, ob ich die hier hinsetze. Oder so voller Weh von hier unten. Ich glaube, von hier unten wäre besser. Ich möchte nämlich eventuell auch da oben noch eine Brücke hinsetzen. Da habe ich dann. Hier ist dann ein bisschen vielleicht zu viel. Ich weiß nicht. Da oben dann die Brücke, unten die Brücke und an der Seite. Das sind jetzt genug Brücken. Außer ich habe irgendwann mal übelst zu viel Geld und baue hier 10.000 Brücken überall hin. Ich weiß noch nicht.
So, Brückenplanungskit. Hier errichten. Ja? Ja? Das sieht aus wie eine gute Brücke. Ja. Hier wird eine Brücke gebaut. Auf zu neuen Ufern. Mein Nookfunk klingelt. Hallo, Yumi? Tom Nook hier, ja, ja. Hast du eine gute Stelle für die Japanbrücke gefunden? Ja. Wunderbar. Dann wird an Ort und Stelle ab sofort der gereute Spenden für den Bau annehmen. Wenn jeder Einwohner einen kleinen Beitrag leistet, kann der Bau in Handumdrehen beginnen. Wäre natürlich schön, wenn du selbst mit gutem Beispiel vorangehst, Yume. Sonst dauert es ewig. Der Geräut freut sich jedenfalls über jeden einzelnen gespendeten Sterni. Dann bis bald. Ist das so? Guten Tag. Wir nehmen wir Spenden für eine Japanbrücke entgegen. Unser Ziel sind 228.000 Sternis. Bis jetzt haben wir 0 Sternis. Es fehlt uns also noch die Summe von 228.000 Sternis. Bitte spenden Sie. Jeder Sterni hilft. Ach, na klar. So viel wie möglich. Nein, ich nehme erstmal 50.000. Wollen Sie 50.000 Sternis für die gute Sache spenden? Ja, klar. Vielen Dank für Ihre überaus ausgeschätzte Mithilfe. Bitte. Schauen wir mal, ob ich jetzt noch einen Aufgang machen kann erstmal. Da habe ich schon noch viel zu tun, wenn ich das ganze Geld zusammenkriegen will. Puh. Was macht ihr denn da? Habt ihr euch gestritten oder was ist hier los? Oder gucken beide aus dem Fenster, ne? Ihr seid ja verrückt. Wir haben nichts zu tun, ne? Ah, Yume, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was liegt dir auf dem Herzen? Infrastruktur? Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Brücken, Aufgänge. Also, das hätte ich noch unser Projekt. Okay. Oh ne, alles klar. Okay. Also können wir nicht parallel sowas bauen. Ich muss erstmal die Brücke fertig machen, bevor ein Aufgang möglich wird. Ja, Jemini, da muss ich erstmal das ganze Geld zusammenkriegen. Das wird schwierig. Na, viel Glück. Dass ich das schaffe. Ja, Jemini. Hey. Na, Conny, möchtest du vielleicht etwas spenden? Conny, wo bist du? Conny ist weg. Oh mein Gott, wo ist Conny? Ah, da ist sie. Conny möchte nicht spenden. Okay, das merke ich mir, Conny. Das merke ich mir. So, dann möchte ich jetzt noch... das letzte Fossil finden. Ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Bestimmt irgendwo oben in den Bergen. Wir schauen gleich mal. Ich gucke erstmal hier überall. Ja. Das sieht sehr fossilienlos aus hier. Ja, in der Tat. Hier gibt es nicht viele Fossilien zu entdecken. Da ist wieder Ottokar, der sammelt anscheinend Holz. Der macht sein Ding. Hier hätte ich gerne auf jeden Fall später ein Hochgeh-Dingsi. Ein Weg nach oben, Dingsi. So. Was ist das? Hier haben wir dann alles noch schön mit Wegen gemacht irgendwann. Ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision davon, wie hier alles auszusehen hat. Hui. Ich habe gerade mit dem Kreis. So. Das scheint schon mal nicht zu sein. Hui. Kommt auch noch eine kleine Brücke dann später hin. Da reicht aber so eine sehr einfache, so eine Holzstammbrücke, weil das hier auch sehr natürlich wirken soll. So. Und zack. Wo ist denn das letzte Stück? Wo ist denn das letzte Fossil hier versteckt? Ich finde es bestimmt dann heute Abend irgendwann zufällig. Bin schon eigentlich schon 10 Mal dran vorbeigelaufen. Das sehe ich jetzt schon. Denn hier ist gerade, wie es aussieht, wirklich nichts. Uiuiuiui. Nun gut. Kein Fossil, weit und breit. Na, ich werde es auch mal zufällig finden. Ich sehe es jetzt schon. Ich klettere mal erstmal runter. So. Hier zufällig irgendeine Ecke.
Ja, schon etwas. Nö. Das Spiel denkt nicht mal daran, mir zu sagen, wo das Fossil ist. Nicht einmal im geringsten. Ich bin bestimmt schon 10 Mal dran vorbeigelaufen. Na toll, ich hab keine Ahnung. Ich bin die Ahnungslose. Tschiu. Ja, hier hätte ich auf jeden Fall auch gerne noch eine Brücke. An der Stelle wäre es eigentlich auch ganz gut angebracht. Dann könnte ich hier auch so schön rüberlaufen. Hier war natürlich auch ganz praktisch. Muss ich mal gucken, wie viel Geld ich dann habe und wie viel Brücken man überhaupt bauen lassen kann. Aber so habe ich mir das schon so gedacht. Aber das hier wäre auch wichtig, weil ich oft auch zum Nux laden möchte. Zum Taylor komme ich auch so ganz gut hin. Ich würde eben langsam alles verbinden. Ist schon ein Stück Arbeit. So, aber immer noch keine Spur vom letzten Fossil. Na gut, den muss ich dann wohl zufällig irgendwann heute Abend finden. Befürchte ich jedenfalls schon fast. Und zack. Oh, es hat eine Menge Geangel und ich glaube, fremde Früchte bringen ganz viel Geld. Da muss ich wohl noch ganz viel pflanzen. Am besten auch die ganzen normalen Laubbäume weg. Und stattdessen Fruchtbäume. Damit ich an ganz viel Geld komme. Und du bringst auch einiges an Geld, mein Süßer. Du kommst mal schön her. Wenn ich dich erwischen würde. So. Huhu, ein Ritterfalter. Okay, dann wissen wir, wer noch viel Geld bringt. Dieser Baum hier. Schüttel, schüttel, schüttel. Leider nur 1000 Sternis noch. Da war schon nicht auf dem Trichter, einfach mehr Sternis zu vergraben. Zack, zack, zack. Und. So. Perfekt. Okay. So. Dann, eine Biene. Nehmen wir mal die ganzen Fossilien und geben die mal ab bei Eugen. Hoffentlich wird auch das eine oder andere dabei sein, was wir noch nicht haben. Das war sonst sehr traurig. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh. Hallo Eugen, aufwachen. Ich muss dringend noch eine neue Melodie dann festlegen. Ich grüße Sie, Yumi. Willkommen im Museum von Peachy Pie. Wie darf ich Ihnen dienen? Fossilien bitte analysieren. Ja, nur 7 Stück. Nummer 8 versteckt sich leider. Ich will es aber, wie gesagt, die ganze Folge nicht suchen. Mache ich dann später. Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Sehr schön, da ist auf jeden Fall Neues für uns dabei. Sehr schön. Ich hoffe, es ist viel Neues dabei. So. Dankeschön. Etwas stiften. Mal gucken, wie viel Neues dabei ist. Oh, 4. Schade. Aber okay, besser als gar nichts. Oh, ups. So. Oh, gleich mehrere Stücke. Jawohl, jawohl. Welch Freude. So, nein, das passt schon. Dankeschön. Sehr gut. Ach, ich freue mich schon. Bald ist April. Dann gibt es auch wieder neue Käfer, die ich fangen kann. Bis auf natürlich die Ameise. Die kommt einfach nicht. Blöde Ameise. Das ist eigentlich die Birne, die ich mal abfallen lassen. Birne, 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 Birne. Sie ist immer noch nicht schlecht. Diese Birne gammelt einfach nicht. Ich brauche dringend Rüben. Rüben brauche ich. Hört ihr? Rüben. Heute ist Sonntag. Heute müsste doch eigentlich hier Rübi McRübrüb vorbeikommen und Rüben verkaufen, oder? Aber sie ist nirgendwo. Ich weiß nicht, wie ich hier Rüben kaufen kann. Ich habe heute kein Rübenglück. Ich kann vielleicht auch ein paar Sternis in Rüben investieren. Das wäre toll. Aber leider ist hier noch niemand. Naja. Gut. Ich überlege, ob wir noch irgendetwas Konstruktives machen können. Wir haben jetzt schon sehr viel getan. Das heißt, eigentlich wieder bis morgen warten. Und na gut, ich werde ganz viel Geld sammeln müssen. Das wird wichtig. Und ja, ich möchte ja gerne die Brücke abbezahlen. Ich meine, ich habe selbst noch einen Kredit im Haus am Laufen, aber das kann warten. Komischerweise momentan, wie man vielleicht sieht, kümmere ich mich noch gar nicht so sehr um mein Haus. Das ist momentan für mich eher ablegen. Ich habe die ganzen Sachen hier. Den kann ich verkaufen.
Du kommst ins Lager. Du kommst erstmal ins Lager. Und du kommst auch erstmal ins Lager. Hm, was war das hier nochmal? Das der Leitungsmast, ne? Der wird doch irgendwo hingesetzt. So. Okay. Und das kommt auch noch ins Lager. Gut. Oh Mann, hier sieht es echt aus. Naja, da will ich mich später drum kümmern. Ups. Wenn ich dann genug Sachen zusammen habe. Wenn ich wenigstens mal einen Schreibtisch machen könnte oder so. Oder wenn die Nooks ihren Laden vergrößern würden. Das wäre natürlich auch formidabel. Gut. Schauen wir mal. Ich glaube, die Folge ist schon an dem Ende. Ich überlege noch ganz kurz. Wäre es eigentlich möglich, dass Hinterhäusern Fossilien vergraben sein könnten? Das wäre ja maximal fies, oder? Ich weiß nicht, ob die das so halbwegs gut programmiert haben, dass etwas nicht möglich ist. Da wäre ich sehr dankbar drum, um ehrlich zu sein. Ich blick gerade, ich will irgendwo den Mast hier noch hinstellen, aber ich weiß nicht, wohin mit dem Mast. Ich habe einfach so einen geilen Mast und weiß nicht, wohin damit. Was mache ich mit dem Mast? Nee, hier unten eigentlich ganz gerne. Aber das sind die ganzen Blümchen. Ich sollte vielleicht mal umsetzen. Platzieren. Perfekt. Ich drehe ihn noch. Komm. Komm. Perfekt. Da fühlt man sich gleich wie wohler. Oh, Backe. Gut, da werde ich jetzt offscreen mal ganz viel Obst sammeln. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen und das verkaufen. Weil das halt eben mit am meisten Geld bringt. Ja, jemine. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.